Kurdistan wurde nacheinander von den Arabern, den Mongolen, den Persern und ab dem 16. Jahrhundert von den Osmanen besetzt. Es blieb mehrere hundert Jahre lang eine osmanische Provinz. Sultan Saladin, der die Muslime im Kampf gegen die Kreuzfahrer geeinigt hatte, war Kurde. Er gründete im 12. Jahrhundert die kurdische Dynastie der Ayyubiden. 1918 wurde das Osmanische Reich von Frankreich und Großbritannien besiegt und daraufhin aufgelöst. Im Norden versuchte Mustafa Kemal, einen modernen türkischen Staat zu errichten. Er bat die Kurdenführer um Unterstützung, vor allem im Kampf gegen die Armenier, und versprach ihnen dafür die Unabhängigkeit, was im Friedensvertrag von Sèvres 1920 festgehalten wurde. Weiter südlich, in den arabischen Gebieten, gaben Großbritannien und Frankreich, die beide ein Völkerbundmandat hatten, Vorderasien ihren Interessen entsprechend eine völlig neue Gestalt. 1920 wurden die Grenzen eines künftigen Staates namens Irak festgelegt, in denen Großbritannien nach der Entdeckung von Erdöl das Gebiet um Mosul und Kirkuk, auf das die Türkei Anspruch erhob, mit einbezog. Dadurch wurde ein potenzieller Kurdenstaat in zwei Teile geteilt. Auf türkischer Seite wurden die Kurdenführer von Mustafa Kemal ganz einfach hintergangen.